Thema Einschaltautomatik. Du hast eine Holzwerkstatt und möchtest deine Maschinen immer in Zukunft an deine Einschaltautomatik anschließen können, egal ob die auch ganz, ganz weit weg von der Absauganlage steht, dann ist das hier das richtige Video. Ich werde dir zeigen, wie das funktioniert. Komm, ich habe noch ein Beispiel. Funktioniert bei ganz vielen Maschinen und Schaltern. Kleiner Spoiler direkt hier am Anfang vom Video. Ich habe tatsächlich schon angefangen mit der Metallverrohrung. Wenn dich das also interessiert, dann abonniere unbedingt den Kanal. Da werde ich dir nämlich zeigen, welche Bauteile essentiell sind, was du überhaupt da alles brauchst, wie man das alles installiert und wie das Ganze am Schluss halt eben performt. Das wird es alles in Zukunft hier auf dem Kanal geben. Abonniere doch deswegen den Kanal, wenn dich das interessiert. Es gibt zwei Grundproblematiken, die man sich so vielleicht ein bisschen anschauen sollte, wenn man eine Einschaltautomatik für eine Maschine benutzen möchte. Zuallererst mal ist das, wie viel Strom verbraucht die und ist die zu weit weg, brauche ich dann Unmengen an Verlängerungskabeln, damit ich nur über diese blöde Einschaltautomatik diese Maschine auch betreiben kann. Habt ihr vielleicht die Absauganlage in einem Nebenraum oder ganz in der Ecke stehen und habt dann vielleicht eine Kellerwerkstatt, die ist dann 5-6 Meter lang und habt eine Tischkreissäge hinten stehen, dann müsstet ihr theoretisch immer ein Kabel an die Einschaltautomatik zur Absauganlage verlegen. Wir brauchen für dieses Projekt auch eine Einschaltautomatik, also es geht nicht ohne Einschaltautomatik, eine Einschaltautomatik zu benutzen. Das ist keine selbstgebaute, das ist eine kaufbare Version. Ich zeige es da einmal kurz. Das hier ist die Einschaltautomatik. Hier kommt der Versorgungsstrom. Hier steckt zum Beispiel die Absauganlage dran, das bedeutet, das hier wird dann automatisch eingeschaltet und hier oben kann man halt eben einmal einen 230 Volt Verbraucher dran machen oder einen 400 Volt Verbraucher. Das heißt, wenn einer von den beiden Steckdosen Strom zieht, dann wird automatisch auf diese Steckdose Strom zur Absauganlage gegeben. Also hier nochmal die großen zwei Probleme. Ihr müsst immer alle Kabel an diese Einschaltautomatik anklemmen und das ist teilweise ein bisschen umständlich. Ich hatte hier zum Beispiel einmal ein 230 Volt Verlängerungskabel und einmal ein 400 Volt Verlängerungskabel. Hier war vorher die Einschaltautomatik eingestöpselt zur Absauganlage und dann ging das Kabel darüber. Das ging da runter und dann ist hier unten ein Dreierstecker. Das hat jetzt in dem Fall eigentlich ganz gut funktioniert. Der Dreierstecker, da war halt eben die Hobelmaschine angeklemmt und der Tellerschleifer. Man musste immer darauf achten, dass man halt eben wirklich nur eine Maschine benutzt, denn auf Dauer ist das halt nicht so gesund fürs Kabel, wenn da zu viel Strom gezogen wird und so eine Hobelmaschine hat ja auch schon ein bisschen Leistung. Also bei den zwei Maschinen ging das noch. Die Tischkreissäge hat 400 Volt, deswegen war die an einem eigenen Steckplatz. Aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will noch eine Maschine, die Hobelmaschine vielleicht anklemmen oder ich will zum Beispiel die Tischbohrmaschine anklemmen. Schauen wir uns das noch kurz an. Ist natürlich eine Säulenbohrmaschine. Da will man zum Beispiel nicht immer die Absauganlage laufen lassen. Das bedeutet, man müsste sich einmal die Arbeit machen, einmal ein Stromkabel von hier ganz rüber in die andere Ecke zu legen und nochmal einen Verteilerstecker dran zu machen. Und bei 400 Volt kosten die auch direkt mal ein bisschen mehr Geld und ich weiß gar nicht, wie weit man das erweitern kann, ohne dass es übelst gepfuscht ist. Die Problematik hier dabei ist auch nochmal, dass man nicht immer die Absauganlage braucht. Das heißt, da müsste man sich auch nochmal Gedanken machen, wie man da die Einschaltautomatik sinnvoll irgendwie benutzt. Weil da müssen wir theoretisch zur Einschaltautomatik gehen, um die Einschaltautomatik auszuschalten, wenn man Metall bohrt. Und wenn man dann Holz bohrt, müsste man wieder rübergehen und die Einschaltautomatik einschalten, damit die halt eben auch dann abgesaugt wird. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist teilweise ein bisschen umständlich, wenn die Einschaltautomatik überall zieht. Gerade als Nicht-Elektriker ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, weil man sollte da vielleicht nicht so die Finger drin rumwühlen. Gerade bei so einer Einschaltautomatik habe ich die Finger nämlich von gelassen und deswegen zeige ich jetzt meine Lösung. Meine einfache Lösung ist tatsächlich eine Funksteckdose. Das ist jetzt keine Funksteckdose für die Absauganlage an sich, weil die hat auch 400 Volt. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt 2,2 kW, wenn es 230 Volt wäre, über hier so eine Funksteckdose laufen lassen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Einschaltautomatik immer noch die Einschaltautomatik sein zu lassen und die Arbeit tun zu lassen. Aber der vermeintliche Verbraucher ist halt eben dieser hier. Sollte man auch beachten, man kann nicht jeden Verbraucher bei dieser Einschaltautomatik einstöpseln. Ich verlinke es euch mal. Weil man braucht einen gewissen Strom, der halt eben fließt, damit die Einschaltautomatik halt auch eben weiß, dass jetzt was läuft. In meinem Fall ist das hier diese Lampe. Rechnerisch müsste sie eigentlich nicht genug Strom haben oder nicht genug verbrauchen, dass die Einschaltautomatik schaltet, aber es hat tatsächlich doch funktioniert. Übrigens, das ist eine ganz normale Einschaltautomatik, das heißt entweder ausschalten, Automatik oder Handbetrieb. Man kann hier diese Sets relativ günstig kaufen und dann hat man meistens ein oder zwei Schalter, mit denen man halt eben hier diese Funksteckdose benutzen kann. Übrigens, hier unten ist auch noch ein Knopf, damit man die Funksteckdose vor Ort auch nochmal benutzen kann. Ist bei mir nicht so wichtig, aber funktioniert. Das heißt, damit könntet ihr das Ganze auch nochmal vor Ort dann anschalten. Es ist natürlich die Problematik, okay, ich habe vielleicht zwei Schalter hier mit dieser Funksteckdose mitgeliefert bekommen. Da kann ich ja nur zwei Maschinen quasi vor der Maschine direkt betätigen.
Das ist nicht so wild, weil man muss einfach schauen, wie viel Hertz, ich glaube, das ist es, wie viel Hertz die Fernbedienungen haben. Dann kann man auch nochmal eine separate Fernbedienung kaufen und so viele, wie man halt eben will. Und kann halt eben nach der gleichen Herzzahl so eine Fernbedienung nochmal kaufen und kann sie an der nächsten Maschine dran pappen. Das werden wir auch gleich noch machen. Das zeige ich euch dann noch. Jetzt werden wir das mal nochmal dran machen und dann zeige ich euch mal das Ganze nochmal ein bisschen genauer. So, also einmal den Verbraucher einfach hier reinmachen und das Ganze in die Einschaltautomatik rein. Jetzt kann ich das Ganze hier steuern und kann es damit wieder ausschalten. Ich habe übrigens die Einschaltverzögerung und die Ausschaltverzögerung, ich habe die komplett auf Null gedreht. Das heißt, wenn ich das hier einschalte, geht die Absauganlage auch direkt an und wenn ich hier das Ganze ausschalte, habe ich keinen Nachlauf. Warum? Ich habe keine Ausschaltverzögerung, weil wenn ich den letzten Schnitt an der Tischkreissäge zum Beispiel gemacht habe, da muss ich ja sowieso die Absauganlage ausschalten und in der Zeit, wo ich das Ganze ausschalte und die Tischkreissäge ausschalte, das ist ja dann schon der Nachlauf. Deswegen keine Nachlaufverzögerung oder deswegen kein Nachlauf. Jetzt kann man natürlich sagen, macht ja nicht so wirklich viel Sinn, weil da muss man immer die Tischkreissäge zum Beispiel einschalten und die Absauganlage. Das stimmt. Aber der Aufwand für den Nutzen und dass ich das hier auf jede Maschine anwenden kann, ist mir dann doch größer als der einfache Fakt, dass man halt nur noch einen Schalter drücken muss. Vor allem, ich glaube, eine Sache vergisst man sowieso bei solchen Einschaltautomatiken, was man eh immer machen muss, was man nicht so einfach automatisieren kann, ist Folgendes. Und zwar, dass man auch das machen muss. Und da beschwert sich keiner drüber, dass das dann nicht automatisch geht. Bestes Beispiel, meine Hobelmaschine, die hat irgendwie 5 oder 6 kW. Die könnte man sowieso nicht über diese Einschaltautomatik reinlaufen lassen, weil die hat viel zu viel Power. Das wird auch in großen Schreinereien teilweise so gemacht, dass man die Absauganlage an den ganz großen Maschinen dann wirklich auch separat einschaltet. Ich habe es in der Schreinerei so gesehen, dass die da sowas wie Klingeldraht oder einen ganz einfach dünnen Draht dann an so eine Einschaltautomatik gelegt haben. Nur hier ist halt nochmal das Schöne, da fällt halt auch so diese Kabelarbeit weg, weil das Ganze funktioniert halt eben über Funk. Funk? Wie weit funktioniert Funk? Schauen wir uns einfach kurz an. Die Werkstatt ist in der Richtung 10 Meter breit. Gehen wir mal da ganz rüber. Wir stehen jetzt hier in meinem Langbandschleifer. Und die Absauganlage geht an. Jetzt gehen wir mal noch weiter rüber. Meine Werkstatt ist hier 10×10 und dann kann man hier ungefähr noch mal 10 Meter weiter rüber gehen. Das heißt, ich bin ungefähr 20 Meter von der Absauganlage weg. Probieren wir es einmal aus. Das sind jetzt ungefähr 20 Meter. Funktioniert es noch? Ich weiß es gar nicht. Das funktioniert nicht. Ja, 15 Meter ist vielleicht so das Maximum. Aber auch hier kann man ein bisschen tricksen natürlich. Wir möchten ja nur diesen Empfänger schalten, weil der schaltet wiederum die Einschaltautomatik. Und dieser Empfänger hier, der muss ja nicht direkt an der Einschaltautomatik und nicht direkt an der Absauganlage sein. Den könnte man ja verlängern und dann zum Beispiel mittig in die Werkstatt bewegen, wenn man so eine große Werkstatt hätte. Der nächste Punkt. Vielleicht habt ihr eure Absauganlage draußen stehen oder separat in einem separaten Räumchen. Und da ist vielleicht die Verbindung nicht ganz so gut, wenn das Ganze durch die Wand geht. Aber auch hier könntet ihr ganz einfach ein Kabel von eurem Absauganlagenraum in eure Werkstatt legen, wo dann dieser Funkstecker mit einer Lampe oder sowas dran ist. Und dann könntet ihr das Ganze so schalten. Also ihr seht, das ist ein System, das funktioniert ziemlich gut. Man kann es sehr, sehr einfach erweitern. Und es ist ziemlich cool, finde ich. Eine Sache gibt es zu beachten. Neuere Maschinen haben generell neuere Schalter. Das bedeutet, wenn da der Strom wegfällt, dann geht der Schalter auch aus. Da ist so ein kleiner Magnet. Wenn der Strom wegfällt, geht der Magnet oder dann löst sich der Magnet und dann ist der Schalter aus. Und die Maschine ist dann somit auch aus. Möchtest du das Ganze dann über eine Einschaltautomatik einschalten und wieder aktivieren, funktioniert das nicht direkt. Da solltest du dann einen Elektriker holen, um vielleicht einen anderen Schalter einzubauen, den man halt wirklich arretieren kann, beziehungsweise der nicht wieder ausgeht. Ich glaube, man kann auch die Schalter, diese Nullspannungsschalter, so heißen sie, glaube ich, keine Ahnung, die kann man auch ein bisschen umbauen, dass das nicht mehr funktioniert. Sollte aber wie natürlich alle Elektroarbeiten von einem Elektriker gemacht werden. Deswegen hier noch so als kleiner Hinweis. Ich finde das echt richtig toll. Also ein richtig tolles System. Ich verlinke da mal die Dinge, die ich hier benutzt habe. Und teilt's bitte mit den Leuten, ne? Weil das ist wirklich so eine der einfachsten Absauganlagen, weil man hat halt wirklich nicht mehr das Problem, dass man ganz viel Kabel an die Einschaltautomatik legen muss. Und meistens ist das Kabel ja dann viel zu lang oder viel zu kurz und man muss es irgendwo verbinden. Und so kann man seine Maschinen so aufstellen, wie man will. Wie bei mir zum Beispiel. Da hinten ist der Langbandschleifer. Hier ist die Hobelmaschine. Oh Gott, diese Führung. Hier ist meine andere Hobelmaschine und meine Tischkreissäge. Und ich muss halt einfach nicht alle Kabel an dieses Teil legen. Eine richtig tolle Sache. Teilt es auf jeden Fall mit den Leuten. Ich denke, das ist für viele auch eine gute Alternative. Und ich sag mal, das hier
Das kann man schon mal machen, ne? Also es ist jetzt nicht so wild. Den Schalter montieren wir jetzt noch an der Tischkreissäge. An der Tischkreissäge steht man sowieso eigentlich immer neben der Tischkreissäge. Ich zumindest mal, und deswegen kommt der Schalter auch hier oben hin. Warum stehe ich immer neben der Tischkreissäge? Ganz einfach, ich habe hier so einen Schiebeschlitten und da ist hier die Stütze. Das bedeutet, ich muss mich immer nach rechts lehnen, um die Maschine einzuschalten. Und dann kann ich auch im gleichen Zuge die Absauganlagen direkt ein- oder halt eben ausschalten. Abonniere unbedingt den Kanal, wenn dir das gefallen hat, denn hier werden jetzt in Zukunft noch weitere Videos zum Thema Absauganlage kommen, denn meine Verrohrung, die ist ja noch nicht so wirklich gut und das werde ich auch in der Zukunft noch verbessern. Also, hier sind jetzt noch zwei weitere Videos. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.